Im Gewebe des Universums entfaltet sich eine tiefgründige Wahrheit, verborgen in der Simplizität des Spiegelprinzips. Alles, was wir erleben, ist eine Reflexion unseres innersten Seins. Diese Resonanz zwischen Innen und Außen erstreckt sich weit über die physische Welt hinaus und findet ihren tiefsten Ausdruck im mystischen Tanzen der Quantenenergien. Wenn wir den Blick nach innen richten, erkennen wir, dass unsere Realität nicht einfach eine Reihe zufälliger Ereignisse ist, sondern eine direkte Reflexion unserer Gedanken, Emotionen und Überzeugungen. Jede Begegnung, jede Herausforderung, jedes Glück, sie alle sind Echos unseres inneren Zustandes, gespiegelt in den unendlichen Möglichkeiten des Quantenfeldes. Das Spiegelprinzip im Quantenkontext offenbart eine dynamische Zwei-Wege-Beziehung. Wir formen unsere Welt, während unsere Welt uns formt. Dieses Prinzip zeigt sich in der Art und Weise, wie positive Gedanken und Emotionen positive Umstände anziehen, während Negativität ebenso widerhallt. Unsere äußeren Umstände sind oft ein Spiegelbild der inneren energetischen Frequenzen, die wir aussenden, und somit eine Einladung zur Selbstreflexion und Transformation. Was wir in unseren Beziehungen, unseren Umständen und unserer Umwelt sehen, ist oft eine direkte Reflexion dessen, was innerhalb von uns vorgeht. Konflikte können ungelöste innere Kämpfe widerspiegeln, Harmonie kann das Ergebnis inneren Friedens sein. Indem wir achtsam unsere eigene innere Landschaft navigieren, beginnen wir, die Qualität unserer Lebenserfahrungen zu formen und zu reflektieren. Doch wie kann man dieses Prinzip nutzen, um Wachstum und Veränderung herbeizuführen? Es beginnt mit der Akzeptanz, dass nichts außerhalb von uns vollständig kontrolliert werden kann, nur unsere Reaktion darauf. Durch Meditation, Achtsamkeit und kontinuierliche Selbstreflexion können wir lernen, die tief verwurzelten Muster und Überzeugungen zu erkennen, die unsere Realität prägen. Indem wir das, was in uns ist, heilen und transformieren, verändern wir das, was außerhalb von uns geschieht. In diesem kontinuierlichen Prozess der Selbstreflexion liegt der Schlüssel zur wahren Freiheit. Erkennen wir die Spiegelungen unserer Ängste, Wünsche und Hoffnungen in unserer Umgebung, so öffnet sich die Tür zur tiefen inneren Arbeit. Wir werden ermächtigt, Verantwortung für unser energetisches Selbst zu übernehmen und erkennen, dass in der Veränderung unseres inneren Zustandes die Macht liegt, unsere äußere Welt zu transformieren. Dieses Spiegelprinzip erweitert unsere Perspektive von einem isolierten Selbst zu einem, das in einem dynamischen, reflektierenden Verhältnis mit dem gesamten Kosmos steht. In der Quantenrealität ist alles miteinander verbunden durch unsichtbare Fäden der Energie, und in diesem unendlichen Spiegel findet jede Seele ihren Tanzpartner. So wird das Leben selbst zu einem Spiegelhaus, in dem jede Reflexion, jede Projektion, ein Ruf zur Erkenntnis, zum Wachstum und zur endlosen Entfaltung unseres wahren Selbst ist.